Am Donnerstag, den 21. September, empfing Erzbischof Pier Battista Pizzaballa, lateinischer Patriarch von Jerusalem, wenige Tage vor seiner Ernennung zum Kardinal, Journalisten zu einer Pressekonferenz im lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Das Patriarchat mit Sitz in Jerusalem hat Pfarreien in Israel, Palästina, Jordanien und Zypern. Am Sonntag, den 9. Juli 2023, hat Papst Franziskus während des Angelus auf dem Petersplatz in Rom, wie üblich überraschend, die Ernennung von 21 neuen Kardinälen während des für den 30. September einberufenen Konsistoriums angekündigt. Unter den 21 ist auch Erzbischof Pier Battista Pizzaballa, lateinischer Patriarch in Jerusalem. Ihre Herkunft drückt die Universalität der Kirche aus, die weiterhin die barmherzige Liebe Gottes zu allen Menschen auf der Erde verkündet, sagte Papst Franziskus. Die Kirche von Jerusalem ist das Herz der Welt, aber sie ist auch ein wenig an der Peripherie, seien wir ehrlich. Und der Papst hat immer ein offenes Ohr für die Peripherien. Peripherien im Sinne von Orten des Konflikts, des Schmerzes, der Trennung, der Schwierigkeiten. Und Jerusalem ist auch ein Stück von all dem. Es ist also ein Zeichen der Aufmerksamkeit für diese kleine Gemeinschaft, die leidet, aber auch unverwüstlich ist. Um es mit den Worten von Erzbischof Pizzaballa zu sagen, das Leben geht weiter mit anderen Titeln, aber die Verantwortung ist dieselbe. Ich bin der Hirte dieser Kirche von Jerusalem im Heiligen Land und in unserer gesamten Diözese. Und ich werde weiterhin die Stimme der Christen des Heiligen Landes in der Welt sein.